So, der Fisch, der geht jetzt ins Trainingslager. Ich habe mir gerade eure Wunschliste einmal ausgedruckt, da ist sie. Und werde jetzt alle Schrecken schon mal vorfahren, damit sie hier in den Fingern abgespeichert werden. Und ich fange an mit Discodrom. Auf 150 Kubik. Lieber magischer Pro-Controller, schenke mir den heutigen Sieg. Wir sind heute 10 Fahrerinnen und Fahrer. Da bin ich schon mächtig stolz drauf, dass wir im ersten Fisch-Turnier 10 Fahrer schon bekommen haben. Schöne Sache. Und wir machen das jetzt einfach regelmäßig. Ich denke, die Lust ist da. So dass wir das vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal hinkriegen, ne? Aber ich merke jetzt schon, Discodrom ist überhaupt nicht meine Strecke. Aber sie muss ja in den Finger. Oh, immer sofort die roten Shells, die Red Shells in der ersten Kurve. Toot that note, frage ich, toot that note? Ich glaube ja nicht. Gib mir jetzt auch ein zweites. Langsam kommt das Griffverhalten zurück und natürlich fahre ich gegen die nächste Rote. Auffahren bei Mario Kart, da hat man sofort die volle Abfahrt. Wie im echten Leben, weil hier explodiert man das. So, jeden Sprung mit einem Item mitnehmen und gleich mal Rote verteilen, nicht immer nur fressen. In die Flugpassage. Einen sauberen, engen Drift um die Kurve, natürlich sofort die Coins einsammeln für höhere Geschwindigkeit und mehr Stabilität. Wir klatschen hier auch einmal gegen und nehmen den kleinen Mini-Boost mit, fahren über die rote Bahn und sehen, wie links an uns vorbei eine kleine Shell fährt. Darf man sagen, sie fährt oder rutscht sie oder gleitet sie? Wir sagen, die Shell sie gleitet. So, Kurve eng genommen. Sehr gut, dass wir erst den Blitzer bekommen haben. Da konnte uns der rote Panzer jetzt mal nichts abhaben. Das ist ja auch mal ganz nett. Und einen kleinen Sprung, ein Turbo Boost und natürlich kommt die nächste rote. Und meistens habe ich dann das Glück, dass dann noch zwei weitere rote auf mich einprasseln. Und mit ein wenig Glück auf die Blue Shell zuletzt dann einschlägt. Na, wie viele Sterne sind denn hier verteilt worden auf der Piste, Mensch? Ah, es ist immer höchst effektiv, wenn man da als erster oben vorne die Coins bekommt und man hat, ich habe zumindest wirklich alle 10 Coins zusammen, wo ist denn jetzt? Gerade ist noch der grüne Panzer links an uns vorbei, jetzt ist er rechts an uns vorbei. Gott sei Dank ist das die letzte Runde, denn in der nächsten Runde wird er dann wohl treffen. So, schön eng nehmen und komm. Oh. Ist es denn wahr? Und natürlich, ihr seht es schon da unten. Es kommt die Blue Shell, aber die darf mich ja jetzt nicht treffen. Die darf mich jetzt nicht treffen. Wo schlägt sie denn ein? Hier schlägt gar nichts ein. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Lasst euch nicht täuschen für heute Abend.